Okay, Google. Was braucht man für einen modernen Gottesdienst? Jesus möchte, dass wir den Frieden, den er uns schenkt, die Friedenskraft nicht einfach für uns behalten. Das wünsche ich dir, das wünsche ich dir von Herzen. Amen. Das letzte Mal war Manfred ja nicht mit von der Partie. Doch heute, er hat uns heute hoch und heilig versprochen, dass er wieder dabei sein wird. Und ich habe Wort gehalten. Herzlich willkommen zum Baustellengottesdienst mit dem schönen Thema Wort halten. Ja, und das heute schon zum 6. Mal. Und heute sogar mit Taufen. Genau. Und ich sehe sie schon. Da ist die kleine Lenia. Können Sie sie einmal hochheben für alle? Das ist Lenia. Und ich werde Lenia jetzt segnen. Lenia, nimm hin das Zeichen des Kreuzes auf der Stirn und auf der Brust und auf der Hand. Du gehörst zu Jesus Christus. Er möge dein Fühlen, Denken und Handeln segnen. Amen. Aber Lenia ist nicht die Einzige, die heute getauft wird. Noch ein zweites Mädchen, Kai Miriam. Wo ist sie? Die ist hier hinten. Dann müssen Sie sich alle mal umdrehen. Das ist sie. Und auch Kai Miriam werde ich segnen. Herr Miriam, nimm hin das Zeichen des Kreuzes auf der Stirn und auf der Brust und auf der Hand. Du gehörst zu Jesus Christus. Möge er dein Denken, Fühlen und Handeln segnen. Ja, begrüßen möchten wir auch alle anderen Besucher ganz herzlich zu unserem heutigen Baustellengottesdienst. Und die Kinder, sei wieder gesagt, da in der Bastelecke, da sind schon eine ganze Menge. Die können sich da schön spielen, vieles zu tun, zu basteln und natürlich auch die ganze Zeit sich hier frei in der Kirche bewegen. Darüber würden wir uns sehr freuen. Und auch alle anderen Besucher können natürlich gerne beim Singen aufstehen, mitmachen. Und sie werden sehen, was die Band heute noch alles mit uns vorhat. Wer nicht ganz hundertprozentig auf die Leinwand schauen kann, da steht sie ja, da werden alle unsere Lieder drauf übertragen. Es gibt grüne Mappen mit allen Liedern drin. Die können Sie sich immer noch gerne nehmen, die stehen dort hinten. Wer möchte noch eine grüne Mappe haben, um besser singen zu können? Gibt es noch jemanden? Nicht. Aber ansonsten, wissen Sie, dort hinten stehen unsere grünen Mappen. Ja, und dann, wie immer, die Handys bitte heute nicht ausschalten. Und zwar können Sie die benutzen. Sie haben alle in den Bänken diese Zettel und wenn Sie dann gleich den Wunsch verspüren, irgendetwas zu unserem nachher für Bittengebet beizutragen, indem Sie sagen, Sie haben ein Gebetsanliegen, dann können Sie das gerne per WhatsApp tun. Und dann gibt es noch das Thema Kaffee. Ich habe eine ganz persönliche Frage an Sie. Wer von Ihnen war schon mal in Südtirol? Das habe ich mir gedacht, da gehen viele Finger hoch. Jetzt kommt die zweite Frage an die schon mal in Südtirol waren. Wer von Ihnen kennt Schreiöck-Kaffee? Den gibt es da überall. Ah, da sind zwei, die kennen Schreiöck-Kaffee. Okay, ich dachte, es wären mehr. Das macht nichts. Ich war letzte Woche in Südtirol und ich habe für Sie heute Schreiöck-Kaffee mitgebracht. Und sehr gerne, mache ich den Ihnen nachher in Form von Espresso, Cappuccino oder Milchkaffee, dazu gerne ein Käsebrötchen, aber das nachher bei uns im Bistro. Und jetzt haben wir alles. Ich denke, jetzt geht's los, oder? Genau, jetzt geht es los und wie immer feiern wir diesen Gottesdienst im Namen Gottes,
unseres Vaters und unseres Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Wir hören die Band. Auf dich verlassen können. Wir bitten dich, lass uns dein Wort heute hören und bewege uns mit deinem Heiligen Geist. Amen. Die christliche Kirche tauft nach dem Willen unseres Herrn Jesus Christus und im Vertrauen auf seine Verheißung. So steht geschrieben im Evangelium nach Matthäus. Christus spricht: Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum geht hin und mache zu Jüngern alle Völker. Taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes
und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Im Evangelium nach Johannes steht: Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Das ist uns gesagt zur Taufe. Und nun bitte ich die Eltern und die Paten einmal aufzustehen. Liebe Eltern, liebe Eltern, eure Kinder sind euch als Gabe Gottes anvertraut. Sie gehören durch die Taufe zu Gott. Die Taufe wird ihnen aber nur dann etwas nützen, wenn sie selbst eine lebendige Beziehung zu Gott finden. Darum frage ich euch heute: Wollt ihr, dass eure dazu tun, dass in euren Kindern der Glaube an Jesus Christus wachsen kann? Und seid ihr bereit, eure Kinder in Verantwortung vor Gott zu erziehen? So sprecht ja mit Gottes Hilfe. Liebe Paten, wollt ihr als Teil der christlichen Gemeinde den Eltern bei der Erfüllung ihrer Aufgaben helfen und für eure Patenkinder Verantwortung vor Gott übernehmen? So sprecht ja mit Gottes Hilfe. So können wir mit der Taufe beginnen. Und ich bitte zuerst Linia mit ihrer ganzen Familie nach vorne zu kommen. Und alle Kinder, die Lust haben und nicht so gut sehen können, die dürfen natürlich auch hier nach vorne kommen und sich anschauen, wie so eine Taufe abläuft. Möchtest du schon mal das Taufwasser eingießen? Das brauchen wir. Das ist schon vorgewärmt. Ja, geht das? Nee, ist zu schwer? Dein Papa hilft dir. Wird Linia noch weitergegeben? Dann frage ich Sie noch einmal ganz offiziell: Auf welchen Namen soll dieses Kind getauft werden? Linia, ich taufe dich im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Der Segen Gottes komme auf dich und bleibe über dir jetzt und alle Zeit. Friede sei mit dir. Jesus Christus spricht: Ich bin das Licht der Welt. Wer an mich glaubt, der wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern wird das Licht des Lebens haben. Und in diesem Sinne bekommt auch Linia eine Taufkerze. Wer mag sie entzünden an unserer Osterkerze? Und auch ihr dürft noch einmal eure Taufkerzen anzünden.
Jetzt will Lenia auch was dazu sagen. Lenia, dein Taufspruch lautet: Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Herzlichen Glückwunsch. Alles Gute. Alles Gute. Einmal die für Sie. Dann habe ich hier noch ganz viel. Und zwar erstmal ein Buch mit Geschichten und Gebeten für Lenia. Dann zwei Patenbriefe. Und jetzt müssen Sie mir helfen. Einmal für Maren Lagmann. Und für Claudia Bianca Geisbauer. Herzlichen Glückwunsch. Wer hat noch eine Hand frei? Alle Taufkerzen dürfen Sie jetzt gerne auf unseren Altar stellen und sich dann wieder setzen. Du musst hier bleiben. Du darfst nicht weglaufen. Jetzt wird gleich deine Schwester getauft. Und jetzt bitte ich Kai Miriam nach vorne mit ihrer ganzen Familie. Ich frage auch Sie ganz offiziell, auf welchen Namen soll dieses Kind getauft werden? Kai Miriam, ich taufe dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Der Segen Gottes komme über dich und bleibe auf dir, jetzt und alle Zeit. Friede sei mit dir. Amen. Jesus Christus spricht: Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Das gilt auch für Kai Miriam. Und deswegen bekommt auch sie eine Taufkerze. Wer mag sie entzünden? Und Kai Miriams Taufspruch lautet: Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang, und ich werde im Hause des Herrn bleiben immer da. Psalm 23, Vers 6. Taufschein und auch noch ein Buch für Sie und auch bei Lenia, wenn Sie mal das Buch vorne aufschlagen, da sind alle Informationen
hat Birgit Kurleister für Sie eingetragen. Du hältst das fest, sehr gut. Sie dürfen die Kerze jetzt auch auf den Altar bringen. Und wir haben etwas Besonderes vorbereitet für unsere Tauffamilien. Wir möchten Ihnen jetzt ein Ständchen singen. Sie dürfen natürlich auch selbst mitsingen, aber wir singen ein Lied, in dem es auch um Kraft geht, um die Kraft, die von Gott kommt, damit Ihre Kinder, symbolisch gesprochen, fliegen lernen dürfen. Hallo Timo, du, ich bekomme das Buch noch von dir zurück, was ich dir geliehen habe. Ach ja, du, sorry, das habe ich ganz vergessen, das gebe ich dir dann mal, ne? Nee, du, ich brauche das morgen um 10, weil ich morgen um 11 Uhr nach Augsburg fahre, um meinen Kumpel zu besuchen, habe ich dir doch erzählt. Ah, okay. Und dafür brauche ich das Buch. Gut, dann bringe ich dir das morgen um 10 Uhr vorbei. Ja, aber wirklich um 10 Uhr, kann ich mich darauf verlassen? Ja. Du, schwörst mir. Ja, ich komme morgen um 10. Schwör's mir doch einfach, damit ich mich darauf verlassen kann. Glaubst du mir nicht, dass ich morgen früh um 10 komme? Ich möchte, dass du mir es schwörst. Schwör's mir doch einfach bei deinem Bulli. Manfred, ich komme morgen früh um 10. Verstanden? Ihr habt gehört, dass zu den Vorfahren gesagt worden ist, du sollst keinen falschen Eid schwören und sollst dem Herrn den Eid halten. Ich sage euch, dass ihr überhaupt nicht schwören sollt, weder bei dem Himmel, denn er ist Gottes Thron, noch bei der Erde, denn sie ist der Schemel seiner Füße, noch bei Jerusalem, denn sie ist die Stadt des großen Königs. Auch sollst du nicht bei deinem Haupt schwören, denn du vermagst nicht ein einziges Haar weiß oder schwarz zu machen. Eure Rede aber sei ja, ja, nein, nein. Was darüber hinausgeht, ist vom Übel.
Wir haben Gottes Wort gehört. Und deswegen lassen Sie uns darauf antworten mit dem Bekenntnis unseres Glaubens. Wir machen das in Form eines Liedes. Sie sehen es dort und ich bitte Sie, dazu aufzustehen. Na, was wollen wir jetzt mit dem angebrochenen Abend anfangen? Oh, was hältst du von der Runde Blackjack? Was, Pokern? Ach du, ich habe kein Geld mit. Ach, dann lass uns doch einfach ohne Geld spielen. Ohne Geld? Nee, ohne Geld pokern, das macht keinen Spaß. Du, wenn du willst, hier, ne? Wir können auch aufschreiben, kein Problem. Okay, dann fangen wir an. Eine noch. Eine noch, okay. Noch eine. Noch eine. Shit, schon wieder verloren. So ein Bist aber auch. Revanche? Ja, natürlich. Junge, so viel Glück wie du hast, das geht auf keine Kuhhaut.
Eine noch. Eine noch? Ja, Manfred, hier. So ein Mist aber auch. Mir reicht's jetzt. Ich gehe jetzt nach Hause. Das Glück ist eben mit den Tüchtigen. Ach, du bist doch mit dem Teufel im Bunde. Du weißt du was? Ich mach da mal die Abrechnung, ne? Was willst du machen? Die Abrechnung, Manfred. Zeig mal. Augenblick. Das macht dann hier 51. 51, 20? Och du lieber Gott. Naja. Mann zu, ne? Du weißt, ne? Spielschulden wären schnell beglichen. Ach du, schnell ist gerade mal um die Ecke, ne? Manfred, Spielschulden sind Ehrenschulden. Du, Timo, ich komme morgen früh, komme ich vorbei und dann kriegst du sofort das Geld von mir. Ich schwöre es dir, bei meiner Ehre. Liebe Gemeinde, ich schwöre, sagt Manfred. Du sollst nicht schwören, sagt Jesus. Ja, sollen wir niemandem unser Wort geben? Sagen, das werden wir wirklich tun? Oder ist einfach die Formulierung das Problem? Hätte Manfred sagen sollen, ich verspreche es. Ich halte mein Wort. Wie sagen Sie es, wenn Sie jemanden wirklich überzeugen wollen, dass Sie Ihr Wort halten, dass Sie das tun, was Sie zusagen? Ich möchte Ihnen eine Geschichte erzählen, die Geschichte, wie Ahmed sein Wort gegeben hat. Ahmed ist Syrer. Als 2011 die Demonstrationen losgehen, da demonstriert er mit und kurz darauf schließt er sich einer bewaffneten Miliz an. Er verlässt seine Frau, die vier Kinder. Er geht in ein Ausbildungslager, in ein militärisches. Und nach 3-4 Monaten ist es soweit der erste Einsatz. Geplant ist ein Überfall auf ein Privathaus von Assad. Mit einem Kombi zu 6 wollen sie vorfahren, falsche Papiere sich ausweisen als eine Securitas, die zu Assad gehört, und wenn sie drinnen sind, dann das Feuer eröffnen. Wie Ahmed so in die Straße einbiegt, hinten im Kombi sitzen, wo das Haus ist, da klopft sein Herz bis zum Halse. Wird das gelingen? Er muss an seine Tochter denken, die älteste Tochter, sie will am Samstag heiraten. Und er fragt sich, werde ich das noch erleben? Werden wir es schaffen, zu fliehen? Vielleicht hätte er sich für einen späteren Einsatz melden sollen, doch jetzt ist es zu spät. Der Kombi hält, der Wachmann kommt, der Fahrer erzählt die Geschichte, gibt die Papiere, der Wachmann verschwindet wieder. Sie warten, Stille im Auto. Und plötzlich geht alles ganz schnell. 5, 10 bewaffnete Menschen ringsherum. Aufstehen, rauskommen, Hände hoch. Ahmed denkt noch an die versteckten Kalaschnikows im Kofferraum, aber es ist zu spät, so schnell sind sie nicht. Die Nacht verbringt Ahmed in einer Zelle, schlaflos. Er muss an seine Tochter denken, an die Hochzeit. Irgendwann, er weiß nicht um welche Zeit, Türe auf, mitkommen. Er stolpert durch den Flur, das Licht blendet ihn. Er wird in ein Zimmer geschoben, da steht ein Tisch mit einem Computer, daneben ein Telefon. Und da sitzt ein Mann in Uniform, ein Kommandant, denkt Ahmed. Hinsetzen, sagt der Kommandant. Ahmed setzt sich. Name? Ahmed stammelt seinen Namen. Was wolltet ihr mit den gefälschten Papieren und den Waffen? Ahmed weiß, jetzt müsste ihm
eine gute Entschuldigung, eine Ausflucht einfallen. Aber das tut es nicht. Sein Kopf ist wie leer. Dann steigt plötzlich die ganze Wut in ihm hoch. Diese Wut, die ihn in die Demonstrationen getrieben hat, in diese Miliz. Und er sagt, Assad muss weg. Ziemlich kalt, sagt der Kommandant, das wird dir das Leben kosten. Ahmed fühlt sich taub. Er kann nichts denken und dann steigt wieder dieses Bild von seiner Tochter in seinem Kopf auf. Die Heirat. Und er weiß nicht, wie es kommt. Es ist, wie wenn jemand anders aus ihm redet, aber er sagt, ich weiß, dass ich sterben muss, aber ich hätte noch eine Bitte. Ich möchte gerne 3 Tage Zeit haben. Am Samstag heiratet meine Tochter und das möchte ich mitfeiern. Am Sonntagabend bin ich wieder hier. Der Kommandant ist baff erstaunt, so etwas hat er noch nie gehört. Er lacht, sagt, dich werden wir doch nie wiedersehen, wenn wir dich gehen lassen. Doch, sagt Ahmed, ich habe einen sehr guten Freund. Gebt mir ein Telefon, ich werde ihn anrufen. Ich werde ihn bitten, dass er hierher kommt. Und wenn ich bis Sonntagabend nicht hier bin, dann könnt ihr ihn an meiner Stelle umbringen. Der Kommandant überlegt, sollen wir das tun? Ahmed sieht, wie es in ihm arbeitet. Er guckt zum Telefon, zurück zu Ahmed, wieder zum Telefon. Schließlich zuckt er mit den Schultern und schiebt Ahmed das Telefon hin. Ahmed nimmt es, er wählt. Er weiß, sein Freund vertraut ihm durch und durch. Er wird kommen. Liebe Gemeinde, diese Geschichte von Ahmed, sie ist nicht wirklich passiert. Sie könnte passiert sein. Sie ist die moderne Version eines Gedichtes für die Literaturinteressierten unter uns, das Schiller geschrieben hat. Es heißt Die Bürgschaft. Und wie das Literatur so an sich hat, sie erzählt häufig sehr Wahres. Nämlich in diesem Fall, dass wir manchmal, um unser Wort zu bestätigen, etwas anderes als Bürgen einsetzen. Ahmed setzt seinen Freund als Bürgen ein, um zu bestätigen, das stimmt, was ich sage. Manfred, er hat seine Ehre eingesetzt als Bürgen. Er wird sein Wort halten. Liebe Gemeinde, genau das ist es, was Jesus kritisiert. Es ist nicht, dass man sein Wort gibt, sagt, ja, das werde ich tun, vielleicht auch formuliert, ich verspreche oder schwöre es, sondern dass man etwas anderes als Zeugen herbeinimmt und damit in Gefahr bringt, dass es Schaden nehmen könnte. Ich weiß nicht genau, wie Sie Ihr Wort geben und vielleicht denken Sie jetzt, ja, das tue ich auch nie. Ich mache es so, wie Jesus es sagt. Ich sage einfach ja und dann ist es ja. Und ich sage nein, dann ist es nein. Wenn es so ist, dann ist das sehr schön. In Jesu Rede schwingt aber noch etwas Zweites mit. Etwas, was ich denke, ist fast noch herausfordernder, als dass wir nicht andere Dinge als Bürgen nehmen sollen. Nämlich, dass wir wirklich auch tun sollen, was wir zusagen. Ich weiß nicht, ob es Ihnen gleich geht. Ich habe das Gefühl, das ist auch eine Generationenfrage. Ich erlebe das häufig bei den Jüngeren unter uns, gerade so in Familie, Freundeskreis, dass wir heute häufig Zusagen geben und dann kurz vorher nochmal wechseln. Optionalgesellschaft nenne ich das. Wenn man sozusagen zusagt, ich komme zu deiner Party in 2 Wochen und dann 1-2 Tage vorher kommt noch ein besseres Angebot, dann sagt man kurz per SMS nochmal ab. Das, sagt Jesus, soll nicht sein. Wenn wir unsere Zusage geben, dann ist das verbindlich. Liebe Gemeinde, wie würde Ihr Leben aussehen, wenn Sie wirklich alles das tun, was Sie anderen zusagen, dass Sie tun? Es ist eine große Herausforderung, so zu leben. Aber wir sind nicht allein im Kampf immer wieder darum, unser Wort zu halten. Wir haben einen Gott an der Seite, der genau das tut. Wir haben heute 2 Täuflinge gehabt. Gott hat sein Ja gegeben zu einer bleibenden Verbindung mit diesen beiden Kindern. Und das war kein Ja vielleicht, wenn nicht noch jemand Besseres vorbeikommt. Das war ein Ja, Ja. Gott, der so zu seinem Wort steht, er kann uns auch helfen, dass wir zu unseren Worten stehen. Möge er uns die Kraft geben,
dass wir unsere Worte geben, ohne andere in Schadensgefahr oder in Schaden zu bringen, und dass wir unsere Worte auch wirklich umsetzen. Amen. Wir hören jetzt ein Lied, das heißt 27th May, 27. Mai, von Luca Ziemann.
Gott, deine Liebe wird bestehen. Alles, was ist, das wird vergehen. Gott, deine Liebe.
Ich habe schon gemerkt, ganz viele von Ihnen hätten aufstehen wollen. Ich auch. Das nächste Mal machen wir das wieder. Da stehen wir zu diesem Lied wieder auf, oder? Das war doch super. Es gibt noch ein paar Informationen. Erst einmal herzlichen Dank für 140,35 Euro. Die wurden letzte Woche im Gottesdienst gesammelt. Die heutige Kollekte ist überschrieben mit dem Zweck Familien mit Neugeborenen stärken. Das passt schön heute zu unserer Taufe. Ich lese Ihnen kurz vor, was uns dazu geschrieben wurde. Delphi steht für Denken, Entwickeln, Leben, Fühlen, Individuell. In Delphi-Kursen lernen Eltern, die Bewegungs- und Sinnesentwicklung ihres Babys auf spielerische Weise zu begleiten. Welcome hilft Familien in der ersten Zeit nach der Geburt oder bei besonderen Belastungen, zum Beispiel bei Mehrlingsgeburten oder Alleinerziehenden. Ich denke, das ist ein ganz toller Kollektenzweck und ich lade Sie alle herzlich dazu ein, etwas zu geben beim nächsten Lied, beim Abschlusslied. Dann hatten wir heute, das sagt man immer so, zwei Taufen. Es wurden getauft Lenia Döpke aus Bekeln und die Eltern sind Rainer und Dorit Döpke. Und dann Kai Miriam Adams aus Bremen. Ihre Eltern sind James Tisay und Michelle Adams. Dann haben wir noch ein paar wenige Termine. Ich lese nicht alle vor, nur das Besondere in der nächsten Woche, was nicht auch schon jeden Monat gleich ist. Und zwar heute noch um 17 Uhr feiern wir den Gottesdienst Kantaten Predigen mit Pastor Richter. Dann am Mittwoch gibt es um 19.30 Uhr im ersten Pfarrhaus einen besonderen Vortrag und zwar zu dem Thema Begegnung mit Israel. Am nächsten Samstag, am Reformationstag, feiern wir um 19 Uhr Gottesdienst hier in Habstedt mit Pastor Bösemann. Dann am Sonntag, am 1.11. gibt es wieder Gottesdienst hier um 10 Uhr und direkt im Anschluss um 11.15 Uhr noch ein Taufgottesdienst. Beide Gottesdienste wieder mit Pastor Bösemann. Und nun lassen Sie uns gemeinsam Fürbitte halten und danach das Vaterunser sprechen. Himmlischer Vater, wir bitten dich für uns, für unsere Familien und Freunde. Hilf uns, unser Wort zu halten und andere nicht als Bürger zu benutzen. Wir bitten dich für unsere Gemeinde, um Ehrlichkeit und Offenheit untereinander, um Verbindlichkeit. Wir bitten dich für alle Menschen, die im Moment auf der Flucht sind und unter Kriegen leiden. Schenk ihnen Vertrauen auf dich und deine Zusage. Gib ihnen, was sie brauchen. Und ich bitte dich für unsere Täuflinge. Schenke du ihnen ganz, ganz viel Kraft und stärke sie für ihr Leben. Und gemeinsam beten wir. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Einen Moment stehen bleiben. Und so gehen Sie hin in diesen Tag unter dem Segen unseres Gottes. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen. Gleich kommt noch das letzte Lied, das Segenslied, was wir uns quasi zueinander zusingen. Und danach
Also die Tür ist noch offen, die müssen wir zumachen, denn danach gehen wir noch nicht raus. Danach gibt es noch immer, wie immer, unser Café, unser Bistro mit dem Schreiöck-Café aus Südtirol. Es gibt noch Käsebrötchen. Schreiben Sie noch ein bisschen Feedback. Wir schalten dann den Beamer wieder um. Dann, wenn Sie was schreiben auf die Nummer, dann kann man das da kurz sehen. Ja, bleiben Sie noch etwas hier und verweilen Sie mit einigen Gesprächen. Und jetzt das letzte Lied. Thank you.